Im heutigen Video möchte ich euch den ein oder anderen Tipp zum Thema Bergsteigen vermitteln, der vielleicht nicht ganz so üblich ist, der in keine bestimmte Kategorie passt, sondern einfach vielleicht auf der einen Seite ein kleiner Lifehack sein kann, auf der anderen Seite einfach ein nützlicher Begleiter. Wenn es ums Thema Bergsteigen geht, dann sind wir uns alle einig. Es gibt so klassische Grundausrüstungsgegenstände, die immer notwendig sind und die immer sinnvoll sind. Aber es gibt auch einfach so kleine Helfer und kleine Tricks, mit denen man sich in Notsituationen, aber auch einfach im alltäglichen Geschehen am Berg weiterhelfen kann. Fangen wir hierbei an. Also nicht unbedingt hierbei, das kennen wir, sondern hierbei. Tape. Tape ist ein ganz guter Begleiter für diverse Situationen, entweder weil man sich vielleicht einen Verband nochmal nachtapen möchte und ihn vielleicht besser fixieren will, vielleicht auch einfach, weil irgendwo irgendwas abgefallen ist, vielleicht auch, weil man irgendwo irgendwas wieder dran kleben will. So eine Rolle Tape ist absolut kein Fehler für kleinere Tagestouren, für größere Tagestouren, vor allen Dingen für mehr Tagestouren, wo in der Regel ja auch mehr schief gehen kann. Die Frage ist nur, wie will man sowas eigentlich in den Rucksack packen, ohne dass man es verliert, ohne dass es nervig ist, ohne dass es irgendwo im Rucksack verschwindet. Ihr kennt das ja, manchmal fühlt man sich ja wie in Narnia, wenn man so einen großen Rucksack für Mehrtagestouren hat. Und da möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen, den vielleicht den ein oder anderen von euch auch schon kennt. Und zwar nehmt ihr euren Trekkingstock, den ihr wahrscheinlich dabei habt, wenn ihr über mehrere Tage unterwegs seid, und klebt einfach den Trekkingstock mit eurem Tape zu. Der Vorteil an so typischem Klettertape, das hier ist Klettertape, kein Kinesiotape, ist es, dass es sehr gut aufeinander haftet und vor allen Dingen auch länger oben bleibt. Man wickelt und wickelt und wickelt, so viel wie man eben glaubt, dass man vielleicht brauchen kann. Es stört in keinster Sekunde der Tour und das alles macht das Ganze praktikabel, auch wenn man das Tape vielleicht nicht braucht. Es ist einem gar nicht aufgefallen, dass man es dabei hatte. Einfach zum Schluss abreißen und fertig ist ein kleiner Tape-Vorrat. Der folgende Tipp ist für alle Leute, die mal vielleicht auch mit etwas Schwächeren oder mit Neueinsteigern unterwegs sind, mit Leuten, die sich vielleicht in einer neuen Disziplin ausprobieren wollen, aber jetzt noch nichts mit Klettern am Hut haben. Dafür braucht ihr nämlich drei Dinge, um in Situationen, in denen sich diese Personen dann vielleicht plötzlich unsicher fühlen oder vielleicht unsicher fühlen könnten, eigentlich nur drei Teile, damit ihr sie auch sicher über solche Passagen bringen könnt. Ein kleiner Disclaimer vorweg, dieses Equipment, das ich hier immer verwende für solche Touren und für solche Anwendungsfälle, möchte ich nicht jedem ans Herz raten, der nicht genau weiß, was er damit tut. Zum einen ist es keine vollwertige Kletterausrüstung oder eine vollwertige Sicherheitsausrüstung, auf keinen Fall. Und zum anderen muss man auch sagen, dass man, wenn man jemandem die Unterstützung anbietet, auch genau wissen sollte, dass man ihn auch dabei unterstützen kann oder sie. Und das ist Voraussetzung, um so rudimentäre, ja, einfache, schlichte Ausrüstung verwenden zu können. Zum einen braucht ihr eine 120 cm Bandschlinge. Das ist ein ganz, ganz simpler Gegenstand, den es wirklich überall in jedem Bergsportfachgeschäft zu kaufen gibt, auch in normalen Sportläden. Und die könnt ihr, Moment, so, die könnt ihr euch dann im Prinzip um den Bauch legen und einfach hier mal verstrenken. Die untere Linie der Bandschlinge sollte etwas unter dem Arsch sein, die andere über der Hüfte. Dann greift ihr zwischen den Beinen, holt euch den einen Strang, der noch etwas unter dem Gesäß hängt und fixiert dann die drei Schlaufen, die ihr dann zusammen habt, mit einem Karabiner. Damit habt ihr wahnsinnig schnell, ihr seht, wahnsinnig schnell, eine eigentlich gut belastbare Konstruktion gebaut, die einem Klettergurt gleicht. Sie ist kein Klettergurt, aber von der theoretischen Belastbarkeit kommt sie einem Klettergurt schon sehr nahe. Das könnt ihr im Notfall sowohl mit Denimaschlingen als auch Nylonschlingen machen. Es ist sehr einfach, es ist sehr schnell. Man muss nur eben aufpassen, dass die Leute auch die richtige Körpergröße mitbringen. Bei einem Kind oder den richtigen Umfang muss man eigentlich viel eher sagen. Bei einem Kind solltet ihr eher 60 cm Schlingen verwenden. Bei etwas fülligeren Personen sollte man vielleicht die 240er mitnehmen. Abknoten kann man sie theoretisch immer noch. Und jetzt kommen wir noch zur Rebschnur. Die Rebschnur hat den einfachen Sinn, dass man sie als Notfallseil verwenden kann.
Wenn eine Person sich plötzlich unsicher fühlt, kann sie sich eben mit dieser Konstruktion sehr schnell einen Notfallgurt basteln und sich dann in eine Rebschnur beispielsweise einhängen, die man selber vielleicht dann auf Spannung hält, also sozusagen in dieser Bergführermethode sehr schön gespannt hält. Das Ganze ist vor allem, und das möchte ich hier unterstreichen, ein psychischer Faktor, wenn es ums Bergsteigen geht. Die Sicherheit erhöht sich dadurch nicht massiv. In der Regel kann man damit vielleicht kleinere Ausrutscher wieder auffangen, je nachdem, in was für einem Gelände man sich bewegt und so weiter. Vor allem aber der Kopf macht dann nicht so krass zu, wenn man weiß, dass man an einem gespannten Seil hängt, das beispielsweise oben irgendjemand in der Hand hat, der genau weiß, was er tut. Dadurch lassen sich solche Situationen deutlich entschärfen. Es ist aber keine vollwertige Lösung für eine richtige Kletterausrüstung, für eine richtige Ausrüstung, wie man sie auch im hochalpinen Bereich verwendet. Es ist eine reine Notfallausrüstung. Sie hat viele Schwächen, sie birgt auch viele Gefahren. Vor allen Dingen eben die Tatsache, dass man genau weiß oder wissen muss, was man tut, und vor allen Dingen, dass man das Gegenüber etwas einschätzen kann. Das ist wahnsinnig wichtig. Trotzdem, wenn ich persönlich mit Leuten auf einer Tour bin, von denen ich nicht überzeugt bin, dass sie das vielleicht alles so hinkriegen oder die ich einfach nicht richtig einschätzen kann, vielleicht auch mit einem von euch, den ich noch gar nicht kenne, dann nehme ich gern diese drei Teile mit, denn dann weiß ich, ich komme im Zweifelsfall relativ sicher mit meinem Partner, mit meiner Partnerin auch wieder vom Berg. Jetzt müssen wir das ernste Thema ein bisschen auflockern, und das machen wir mit einem ganz lockeren Schuh, einem sogenannten Wasserschuh, Meerschuh. Es gibt dafür eher so einen Badeschuh, es gibt dafür viele Namen, Barfußschuh und so weiter. Vollkommen egal, wie ihr das Ding nennt. Was tun wir mit sowas auf dem Berg, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Vor allen Dingen ist das für all jene unter euch interessant, die auf Mehrtagestouren gehen. Ihr kennt das sicher. Ihr geht auf Mehrtagestouren oder ihr geht auf eine Zweitagestour, kommt auf der Hütte an und das Erste, was ihr seht, ist diese Schuhe, diese Hausschuhe, die dort sind. Die haben schon so ein Eigenleben entwickelt über die letzten Jahre. Die haben schon hatten schon Wahlen, die haben eigene Bildungsinstitute, einfach weil da drin so viele Bakterien und wahrscheinlich auch Viren sich tummeln. Die haben quasi schon eine Gewerkschaft gegründet, und das denkt man sich dann immer so, Und dafür habe ich persönlich mittlerweile, weil ich auch quasi ja, ein komfortabler Hund bin, für Mehrtagestouren, die über 4, 5, 6 Tage hinausgehen, diese netten Freunde dabei. Die haben den Vorteil, dass sie wahnsinnig leicht sind und vor allen Dingen auch wahnsinnig klein. Ihr seht, man kann sie super klein zusammenfalten, zusammenformen, und dann passen sie im Prinzip an die Seitentaschen, irgendwo in ein schmales Fach. Man kann sie so formen, wie man sie braucht, damit sie in einen Rucksack passen. Für Mehrtagestouren meiner Meinung nach mittlerweile schon ganz praktisch, vor allem weil, und das ist jetzt eben Grund 2, wenn man nachts sich den Sonnenuntergang ansehen möchte, dann machen das viele Leute mit den Hausschuhen. Das ist nicht gut, weil die Hausschuhe dadurch meistens schneller kaputt werden, und außerdem, weil es arschkalt ist und weil einfach, ja, es sind halt Stoffschuhe, so funktioniert das nicht. Andererseits möchte man vielleicht nicht in seine 4000er, 5000er, 3000er Bergschuhe wieder reinschlüpfen, weil man erstmal froh war, dass man nach 8 Stunden die Dinger wieder ablegen konnte. Und da sind solche Schuhe halt echt ein Trumpf. Und dementsprechend sind sie meiner Meinung nach ein Must-Have für alle Leute, die ein bisschen Komfort auf 5, 6, 7, 8 Tagestouren, also 8 Tagestouren haben wollen. Nun möchte ich euch was zeigen, was viele Leute nicht am Schirm haben, was viele Backpacker tatsächlich am Schirm haben, was ich auch aus dieser Sparte des Bergsports gelernt habe, was ich sehr cool finde. Zahnseide ist ein wahnsinnig unterschätztes Mittel der Befestigung. Es gibt viele Leute, die möchten außerhalb ihres Rucksacks, egal ob die eigenen oder fremde Dinge, befestigen, weil sie jemandem tragen helfen wollen und so weiter. Und wenn man drinnen im Rucksack keinen Platz mehr hat, dann fragt man sich erstmal, wie will man das jetzt machen? Meistens haben viele Leute dafür Rebschnüre, Karabiner, so Paracord dabei. Alles eigentlich gar nicht notwendig. Es geht letztlich auch mit Zahnseide. Und wenn man sich mal überlegt, dass Zahnseide auf 50 Meter so 3 Euro kostet, 2,50, 3,50, auf 50 Meter und so eine Rebschnur kostet das gleiche auf 2 oder 3 Meter, dann rechnet sich das schon irgendwie. Man kann damit relativ viele Knoten machen, man kann das sogar relativ stark belasten. Zahnseide ist ein wahnsinnig toller Faden. Man kann das natürlich auch mit einem Garn machen, aber so klein und so kompakt, wie man hier mit Zahnseide verpackt hat,
ist natürlich unschlagbar. Auch bei einem Garn braucht man einen gewissen Platz, gerade wenn man ein bisschen mehr mithaben will. Aber die 50 Meter Zahnseide, die muss man in einer Bergtour erstmal loswerden. Außerdem bei Mehrtagestouren, man hat immer frische Zähne. Schweizer Taschenmesser, ein Leatherman und Co. oder auch so Ultralight-Messer wie von Petzl hier sind wahnsinnig praktisch. Sie sind beim Klettern wahnsinnig praktisch, sie sind aber auch auf klassischen Bergtouren und vor allen Dingen auch auf Mehrtagestouren wirklich praktisch, denn sie haben den Vorteil, dass man sich damit ganz schnell ganz viele Dinge zurechtschneiden kann. Sei es ein Seil, wenn man im Notfall irgendwas machen muss, sei es Rebschnüre, weil man eine Sicherung legen will. Man kann damit echt alles machen und man kann damit beispielsweise auch Stöcke reparieren, wenn ein Stock zum Beispiel zu locker ist und dadurch das Gelenk nicht mehr richtig das eine Glied blockiert, dann kann man mit sowas sich oder vor allen Dingen natürlich auch mit Schweizer Taschenmesser und Leatherman natürlich die Schrauben wieder besser anziehen, falls ihr keine Easy-Lock-Schrauben auf euren Stöcken habt und etwas günstigere Stöcke habt. Das ist überhaupt kein Problem, der Stock ist nicht kaputt, ihr braucht nur ein Messer. Aber wenn ihr 5 Tage lang unterwegs seid und euer Stock kaputt ist, dann ist das wahnsinnig nervig. Aber so ist das Ganze relativ leicht gelöst. Die Dinger wiegen zwischen 20 Gramm und 80 Gramm, je nachdem, mit wie viel Ausstattung ihr sowas haben wollt. Und es ist eine echte Lebensbereicherung. Das waren sie, ein paar Tipps zum Thema Bergsteigen, Mehrtagestouren, kleine Tipps, kleine Tricks. Wenn ihr mehr von solchen Sachen haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, die Alpenacademy funktioniert nur, weil ihr es möglich macht mit euren Beiträgen dazu und euren kleinen Kaffees, die ihr mir immer wieder mal spendiert. Vielen Dank dazu an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!